eine alte Dame Geburtstag hat, wird gerne mal ein Geburtstagsständchen gespielt. Allerdings ist die Jubilarin nicht menschlicher Natur. Sie besteht überwiegend aus Eisen und Stahl sowie einigen Holzaufbauten. Anlass für das Festwochenende am 29. und 30. September war der 90. Jahrestag der Fährverbindung zwischen Konstanz und Meersburg und damit gleichzeitig die Inbetriebnahme der ersten Autofähre auf dem Bodensee. Die erste Fahrt dieser Autofähre fand am 30. September 1928 statt. To you. 35 Jahre blieb die Konstanz, die später den Namen Meersburg erhielt, im Dienst der Stadtwerke. Deshalb durfte die Meersburg ex Konstanz nochmals ihre alte Route befahren. Und sie befinden sich jetzt quasi auf einer historischen Fahrt, einer Nachfahrt quasi, die zwar nicht auf dem Original Landebrücke beginnt, in Konstanz ja, in Meersburg nicht, weil man dort im Fährehafen nicht mehr anlegen dürfen oder können. Wir legen aber in Meersburg im Stadthafen an und haben im Prinzip die historische Route von vor 90 Jahren, die wir jetzt hier fahren. Dem Verein Rettet die Meersburg ex Konstanz ist es zu verdanken, dass dieses technische Denkmal erhalten blieb und wieder instand gesetzt wurde. Ja, der Ursprungszustand war natürlich ziemlich trostlos. Die Fähre ist, wo der Verein sie übernommen hatte, 1993, schon 10 Jahre im Überlinger Nordhafen gedümpelt und war dem Rostfraß verfallen sozusagen. Die Fähre war ja, nachdem sie 1963 außer Dienst gestellt wurde, also nach der Siegfriorne, wo die Fähre noch als Eisbrecher unterwegs war, war sie als Bagger- und Rammschiff auf dem Bodensee noch mal knappe 20 Jahre unterwegs. 1996 wurde die Fähre unter das schützende Dach der neuen Rheinbrücke verlegt und mit der Restaurierung begonnen. Dann musste natürlich das Fährschiff von Grund auf saniert werden, angefangen von der Rumpfschale bis zu den Decksplanken. Die Decksplatten, die drunter liegen, also die Blechplatten, mussten ausgetauscht werden, zum Teil ausgetauscht werden. Überall dort, wo halt das Blech zu dünn geworden ist, musste man drangehen und Bleche austauschen. Das waren so die ersten Arbeiten. Dann musste der Schanzgleit komplett neu aufgebaut werden, Teile ersetzt werden. Das war schon sehr, sehr viel Arbeit. Wie sehr sich dieser Aufwand gelohnt hat, konnten die Fahrgäste bei den sommerlichen Ausfahrten sowie bei dieser Jubiläumsfahrt eindrucksvoll erleben. Wir als Verein machen 6 bis 8 Ausfahrten im Jahr, wo wir, so wie jetzt heute auch Dixie-Musik spielen auf der Fähre, sind Abendrundfahrten, die so 2 bis 3 Stunden dauern. Es gibt regelmäßig im Jahr 2 Frühstücksfahrten, wo man dann mit hoffentlich Sonnenaufgang den Tag beginnt, mehr oder weniger. Und das ist das, was der Verein heute macht. Ein weißer Schwan, sie hat den Kahn mit der schönen Fischerin auf dem blauen See dahin im Abendrot. Anlässlich des Jubiläums hatte sich der Verein noch ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk ausgedacht. Und da gab es ein paar Kollegen im Verein, die die Archive rund um den Bodensee gewälzt haben. Und das Ergebnis, das können wir uns heute präsentieren. Der Verein präsentiert heute ein Buch. Das erscheint mit etwa 55 bis 60 Geschichten. Und rund um die Fähre, das ist keine Chronologie, aber es sind sehr schöne, interessante, sehr gut recherchierte Kurzgeschichten. Nach dem Anlegen im Meersburger Hafen wurden die Fahrgäste zunächst noch vom stellvertretenden Bürgermeister Peter Schmidt mit einigen launigen Worten begrüßt. Willkommen auf unserer Seeseite, und ich darf Sie noch mal darauf aufmerksam machen, auf unserer Seeseite wächst der Wein und auf unserer Seeseite 1 bis 1,5 Stunden länger die Sonne. Also insofern willkommen. Liebe
Konstanzerinnen und Konstanzer, liebe Meersburgerinnen und Meersburger und vor allem aber auch liebe Gäste. 90 Jahre Fährbetrieb auf dem Bodensee zwischen Konstanz und Meersburg. 30. September 1928 fuhr genau diese Fähre, auf der Sie jetzt sind, viele wissen es natürlich auch schon, zunächst einmal von Konstanz nach Meersburg. Eine Person darf an dieser Stelle nicht zu kurz kommen. Man darf für Meersburg in keinem Falle der damalige Bürgermeister Dr. Karl Moll fehlen. Er war derjenige, der sich unter anderem, ich hoffe, ich trete niemand auf die Füße, mit Unteruldingen und vor allem aber mit Überlingen über Monate lang im Zank war. Damals wollte man nicht in Meersburg anlegen, sondern in Überlingen. Und Überlingen hat uns lange Jahre zunächst einmal die Hölle heiß gemacht. Auch hier hat Karl Moll mit Fritz Arnold zusammen die Ebenen gelegt. Der Höhepunkt dieses Nachmittags war freilich die Vorstellung des Buches »Ein Fährschiff macht Geschichten« durch Carsten Meyer, einer der Autoren. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen was ganz anderes machen. Wir machen kurze, interessante Geschichten. So ist es zu diesem Buch gekommen. Es steht außen drauf, es seien 55 Geschichten. Das ist gemogelt, wie Sie vielleicht feststellen werden. Das Buch ist also eine Mogelpackung, wenn Sie es kaufen. Sie dürfen hier mal sehen, da hinten hängt das Inhaltsverzeichnis etwas größer. Die 55 stimmen nicht. Bis zum 100-Jährigen wollten wir nicht warten. Und dann haben wir uns aber gesagt, zum 90-Jährigen, sprich 2018, sprich heute, soll das Werk fertig sein. Und wir sind alle sehr, sehr froh, dass das geklappt hat. Und davon konnten sich die vielen Interessenten, die das Buch erwarben, gleich überzeugen. Natürlich ließen sich die Käufer nicht entgehen, ihr Exemplar signieren zu lassen. Das ist die Hanna Park. Bald hieß es dann aber auch Abschied von Meersburg zu nehmen, denn auch in Konstanz sollte das Buch noch vorgestellt werden. Nein.